Ein herzliches Hallo und willkommen auch von mir. In der Predigt heute geht es darum, ein heißes Eisen anzufassen. Ein heißes Eisen, so nennt man ja ein brisantes Thema. Ein Thema, bei dem die Meinungen auseinandergehen. Wer ein heißes Eisen anpackt, der läuft Gefahr, sich die Finger zu verbrennen. Autsch, das war heiß. Bei dem heißen Eisen heute geht es darum, andere mit Fehlverhalten zu konfrontieren und Grenzen aufzuzeigen. Gespräche solcher Art sind heiße Eisen, sind riskant und darum vermeiden wir sie äußerst gerne. Bei Nehemia sehen wir heute, wie klare Grenzen helfen, Beziehungen zu klären. Ich lese aus Nehemia Kapitel 5 zunächst die Verse 1 bis 5. Im Volk aber breitete sich Unzufriedenheit aus. Die Männer und ihre Frauen kamen zu mir und beschwerten sich über ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen klagten: Wir haben viele Söhne und Töchter und wissen nicht, wie wir genug Getreide zum Leben beschaffen sollen. Andere beklagten sich: Wir müssen unsere Felder, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, um in der Hungersnot Brot kaufen zu können. Wieder andere beschwerten sich: Wir mussten unsere Felder und Weinberge verpfänden, um die Abgaben für den König bezahlen zu können. Sie alle sagten: Sind wir etwa nicht vom selben Fleisch und Blut wie unsere Stammesbrüder? Sind unsere Kinder nicht genauso gut Israeliten wie ihre Kinder? Und doch müssen wir ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind schon missbraucht worden und wir können nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Die Menschen sind verzweifelt und wenden sich mit ihrer Klage an Nehemia. Abgründe tun sich hier auf. Nach allem, was wir in den Kapiteln vorher gelesen haben über den Zusammenhalt beim Mauerbau, da kommt das jetzt völlig überraschend. Es kommt wie aus heiterem Himmel. Die Beziehungen sind massiv beeinträchtigt. An eine weitere Zusammenarbeit unter den Bedingungen war überhaupt nicht mehr zu denken. Drei Gruppen werden hier genannt, die dringend Hilfe brauchen. Da sind die Kleinbauern, die ihr Haus und Land verpfänden, um Brot und Saatgut kaufen zu können. Mit dieser Abhängigkeit war der soziale Abstieg und die Armut vorprogrammiert. Die anderen mussten Geld aufnehmen, um die hohen Steuerlasten zahlen zu können. Aber am härtesten trifft es die dritte Gruppe, die Ärmsten. Sie, die gar keinen Besitz haben, die leben von ihrer Hände Arbeit. Und das macht es schon zu normalen Zeiten äußerst schwer, über die Runden zu kommen. In der Not mussten sie jetzt ihre Kinder als Schuldsklaven in die Haushalte der Reichen abgeben. Und einige ihrer Töchter wurden dort missbraucht. Die Familien sind verzweifelt, sind hilflos, wir können nichts dagegen tun. Wenn Grenzen missachtet werden, kommen Menschen zu Schaden. Schon weniger schwerwiegende Fälle als die hier beschriebenen machen deutlich, wie wichtig es ist, Grenzen einzuhalten. Nach dem Gesetz Gottes war es ursprünglich nicht erlaubt, von einem Israeliten Zinsen zu nehmen. Gottes Gebot schützte vor Wucher. Noch weniger war es erlaubt, einen anderen Israeliten als Sklaven zu verkaufen. Die Praxis sah leider anders aus. Solidarität, Mitgefühl, alles das war Mangelware. Die Glaubenden handeln an ihresgleichen schlimmer als feindliche Eroberer. Grenzen wurden überschritten. In unseren Tagen ist das
Internet so ein Raum, wo leicht und wo häufig Grenzen überschritten werden? Es mangelt an Respekt vor der Sicht der anderen und Worte werden zu verletzenden Waffen, auch unter Christen. Auf Jesus.de las ich in diesen Tagen einen Beitrag von Nathanael Ullmann. Überschrift: Eure Facebook-Kommentare lassen mich am Glauben zweifeln. Ich lese aus diesem Beitrag. Er schreibt: Mit welchem Hass dort im Internet, auf Facebook, dort mitunter gegen Mitchristen gewettert wird, ist nur schwer auszuhalten. Oft ist es in der Kommentarspalte ruhig und friedlich. Aber wehe, wir berichten über ein Reizthema, Abtreibung etwa, Olaf Latzel oder gar der Evergreen Homosexualität. Dann vergehen keine 10 Minuten und es wird anderen Christen das Christsein abgesprochen, es wird beleidigt und degradiert. Und das nagt ehrlich an meinem Glauben. Dass die wütende Meute meine Brüder und Schwestern im Glauben sind, ist nur schwer anzunehmen. Wenn das die Gemeinde Jesu ist, will ich dann wirklich ein Teil von ihr sein? Mir tut es um all die Nichtchristen leid, die durch Zufall auf unsere Seite stoßen, die mehr über den Glauben erfahren wollen und stattdessen diese Kommentare finden. Zitat Ende. Deutliche Worte. Hier wird ein heißes Eisen angepackt. Wenn Grenzen nicht respektiert werden, kommt es zu Verletzungen. Und das ist heute nicht anders als zu Zeiten Nehemias. Lesen wir, wie Nehemia reagiert, als er die Klagen hört. Ich lese den Rest des heutigen Predigtabschnitts, Nehemia 5, die Verse 6 bis 13. Ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Ich überlegte mir die Sache hin und her. Dann sagte ich den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren hart und deutlich meine Meinung. Wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen? Ich brachte die Sache vor die Versammlung der ganzen Gemeinde und hielt den Schuldigen vor: Wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die unter die Nachbarvölker verkauft worden waren, so viele losgekauft, wie wir konnten. Und ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, damit sie wieder zurückgekauft werden müssen? Sie schwiegen und konnten nichts zu ihrer Rechtfertigung vorbringen. Ich fuhr fort: Was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. So aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Auch ich, meine Brüder und Verwandten und meine Leute haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf jede Rückzahlung verzichten. Und gebt euren Schuldnern noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, Ölbäume und Häuser zurück. Erlasst ihnen die ganze Schuld, alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Da riefen sie: Wir wollen alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen fordern. Wir wollen alles so machen, wie du gesagt hast. Ich rief die Priester zu mir und ließ die Gläubiger vor ihnen ihr Versprechen beschwören. Ich schüttelte alles, was ich über dem Gürtel in meinem Gewand trug, vor der ganzen Gemeinde heraus und erklärte: Genauso soll Gott jeden, der diesen Schwur nicht hält, aus seinem Haus und seinem Besitz hinausschütteln. Ja, er selbst soll genauso ausgeschüttelt und ausgeleert sein. Die ganze Gemeinde rief: Amen, so soll es sein. Und pries den Herrn. Alle hielten sich an diese Abmachung. Das Wunder geschieht. Grenzen werden benannt und die Abmachung steht: Wir werden sie beachten. Dadurch gibt es eine neue, eine gemeinsame Zukunft. Das alles wäre nicht passiert, wenn es Nehemia nicht gewagt hätte, ein heißes Eisen anzupacken. Wir sehen hier bei ihm zwei Schritte der Klärung.
Das erste ist, die Grenzen bestimmen und das zweite, die Aussprache suchen. Die Grenzen bestimmen. Im Rahmen einer Flurbereinigung und im Zusammenlegungsverfahren hatte mein Großvater ein neues Grundstück bekommen. Dieses Grundstück lag wunderbar an einem Bach in einem weiten Tal. Diese Wiese, so war sein Plan, sollte nun als Pferdekoppel dienen und musste eingezäunt werden. Nur welches Stück in diesem großen Tal war denn unseres? Wo ist die Grenze? Wo endet das eigene und wo fängt das des Nachbarn an? Wir mussten zuerst einmal hergehen und die Grenzsteine suchen. In hohem Gras und bei matschigem Untergrund ist das nicht immer so ein ganz einfaches Unterfangen. Aber sie waren da. Und als wir sie gefunden hatten, war klar, welches unser Grundstück ist und wir konnten den Weidezaun errichten. Wenn es in Beziehungen, in zwischenmenschlichen Beziehungen Probleme gibt, dann hat das ganz oft mit Grenzen zu tun. Jemand sagt zum Beispiel Dinge über einen, die wir als verletzend empfinden. Eine offensichtliche Grenzverletzung. Ein anderer will mehr Zeit von uns oder fordert mehr von uns ein, als wir eigentlich bereit sind zu geben. Das Drängen der anderen Person verunsichert. Wir wollen die Beziehung nicht aufs Spiel setzen und wir geben mehr, als wir eigentlich geben möchten. Eigene Grenzen wahrnehmen und dann auch dafür eintreten, das ist gar nicht so einfach. Und gutmütigen Menschen fällt das besonders schwer. Gutmütige Menschen, die lieben es zu helfen, die sind freundlich. Sie gehen vom Guten aus auch im Anderen. Und so passiert es leicht, dass ihre Gutmütigkeit ausgenutzt wird. Und dann spüren wir, hey, eigentlich müssten wir mal darüber reden. Eigentlich müsste ich es mal ansprechen. Aber wir zögern, wir haben Sorge, dem anderen weh zu tun, wenn wir das beim Namen nennen, ihn möglicherweise zu verletzen. Was mache ich denn, wenn der andere sich dann von mir zurückzieht, wenn ich ihm ein Nein sage? Merken wir was? Wir denken oft, wir tun dem, machen es dem anderen schwer, wenn wir die Dinge aussprechen. Und darum vermeiden wir solche Gespräche. Aber in Wirklichkeit haben wir Angst, wir haben Angst um uns, uns fällt das schwer. Und um uns selber zu schonen, drücken wir uns so lange wie irgend möglich, solche Gespräche über Grenzen zu klären. Bei einem Grundstück, da käme doch niemand auf die Idee, es sei egoistisch, einen Zaun zu ziehen, damit die Viecher darauf weiden können. Aber wenn wir in unseren Beziehungen einem anderen sagen, du, ich kann dir leider nicht helfen, bekommen wir es auf einmal mit ziemlichen Schuldgefühlen zu tun. Für unsere Grenzen einzutreten, ist ein guter Schutz gegen Verletzungen. Und das Erste, was dazu nötig ist, der erste Schritt ist der, die Grenzen zu definieren. Was will ich eigentlich? Was brauche ich? Was bin ich auch bereit zu geben? Und wo ist es mir zu viel? Wo ist meine Grenze? Gott hat uns eine wunderbare Hilfe gegeben, um zu merken, wenn unsere Grenzen verletzt werden. Das sind unsere Gefühle. Sie signalisieren eine Grenzübertretung. Im Jungscher Zeltlager, da gab es so den Sport, sich in der Nacht anzuschleichen an dieses Lager und die Fahne der anderen Gruppe zu klauen. Und diese Fahne konnte man dann tags drauf wieder eintauschen, einlösen gegen Süßigkeiten, gegen Eis oder sonst irgendwelche Dinge. In unserem Zeltlager machten wir das als Jungs so, dass wir das Lager schützten, indem wir nicht nur eine Nachtwache hatten,
sondern auch eine selbstgebaute Alarmanlage. Ums ganze Lager herum wurde mit Draht oder Kordel eine Schnur gespannt und an diese Schnur wurden Glocken befestigt, wurden leere Dosen befestigt. Also sobald jemand dahin kam, wo er nicht sollte, gab es ein Signal. Achtung, hier wird eine Grenze überschritten. Ärger und Zorn sind auch solche Warnsignale. Hier wird eine Grenze überschritten. Wie bei Nehemia. Nehemia reagiert zunächst äußerst emotional. In Vers 6 steht, wir haben es vorhin gehört, er wurde sehr zornig. Aber sein Zorn macht ihn nicht blind. Das passiert uns ja so schnell im Konflikt, dass wir da den nötigen Abstand verlieren, dass wir anfangen zu schimpfen, dass wir anfangen, unser Recht einzufordern. Wir sehen uns meistens im Recht und den anderen im Unrecht und erwarten die Änderung dann dadurch, dass der andere doch endlich dahin kommt, die Dinge so zu sehen, wie wir sie sehen. Nehemia wird zornig und denkt gründlich nach. Vers 7, ich überlegte mir die Sache hin und her. Er überlegte sich, was sagt mir mein Zorn? Der Zorn hilft zur Klärung, der Zorn macht klar, da stimmt was nicht. Und ich fange an zu überlegen, was brauche ich denn? Was ist mir für unsere Beziehung wichtig? Und diese innere Klarheit gibt dann die Kraft, sich von den anderen zu distanzieren und zu sagen, das ist die Grenze. Und das passiert dann mit klaren Worten in Vers 8. Danach, also den Zorn spüren, sich in Ruhe klären, was läuft hier eigentlich. Und dann in Vers 8, dann sagte ich den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren hart und deutlich meine Meinung. Natürlich gibt es auch bei der Reaktion auf Grenzüberschreitungen Grenzen. Zorn rechtfertigt nicht, anderen Gewalt anzutun. Die Wahl der Mittel sollte gut überlegt sein, ganz besonders dann, wenn wir mit dem Menschen, um den es hier geht, noch eine gemeinsame Zukunft haben wollen. Wenn wir einen Weg gehen wollen, dann sollten wir uns gut überlegen, wie wir hier weiter vorgehen. Darum hilft es so sehr, dass wir vor der Aussprache die eigenen Grenzen definieren und bestimmen. Dann kann ich sie auch dem anderen aufzeigen und im Gespräch dafür eintreten. Das Erste also, die Grenzen bestimmen. Das Zweite, die Aussprache suchen. Nehemia packt das heiße Eisen an. Er sucht das Gespräch, auch wenn es unangenehm werden kann. Er spricht das Problem an, er sagt, mit eurem Verhalten nutzt ihr die Notlage der Geschwister aus und das ist nicht richtig. Allerdings macht Nehemia hier noch etwas. Er stellt sich mit darunter. Er erkennt, auch er ist Teil des Systems, das so leicht zu Ungerechtigkeit und zu Unrecht führt. Er geht mit gutem Beispiel voran. Vers 10. Auch ich, meine Brüder und Verwandten und meine Leute haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf jede Rückzahlung verzichten. Wenn jemand mit Patentrezepten zu Konfliktlösungen kommt, dann sollten wir vorsichtig sein. Aber eins ist offensichtlich. Wenn es uns wirklich um Frieden geht, um einen gemeinsamen Weg in eine gemeinsame Zukunft, dann braucht es so etwas, was hier gerade Nehemia vormacht, dann braucht es eine gemeinsame Übereinkunft. Sonst mag es so sein, dass wir aufgrund unserer geschliffenen Argumente oder der Macht, über die wir verfügen, diese eine Schlacht gewinnen und der andere klein beigibt. Aber die gemeinsame Zukunft haben wir damit verloren. Die gewinnen wir nur gemeinsam. Das Wunder passiert. Alle stimmen zu. Alle Beteiligten
wollen sich an diese Abmachung halten. Die Einheit ist wiederhergestellt und die ganze Gemeinde, die dabei ist, die ruft Amen und Halleluja. Nicht immer werden die Lösungen so eindeutig sein, weil es ist ja meistens nicht so, dass der eine nur zu 100% Recht hat und der andere völlig daneben liegt. Widersprüche, Mehrdeutigkeiten, die gehören zum Leben dazu. Auch in unseren Beziehungen. Und wenn das so ist, dann braucht man einen neuen Ort, an dem man sich neu treffen und verabreden kann. Diesen neuen Ort nennt man einen Kompromiss. Dieses Wort Kompromiss, finde ich, ist zu Unrecht negativ besetzt. Weil der Kompromiss doch zeigt, dass Menschen aneinander liegt, dass sie aufeinander zugehen wollen. Übrigens kommt der Begriff Kompromiss aus der lateinischen Rechtssprache und bedeutet so viel wie gemeinsam versprechen. Gemeinsam versprechen. Das heißt, die sich streitenden Parteien versprechen sich, sich gegenseitig an die gemeinsame neue Abmachung zu halten, auf der gemeinsamen neuen Position weiterzugehen. Und das macht dann ein Zusammenbleiben wieder möglich. Und das ist nicht das Schlechteste. Ich komme zum Schluss. All das ist möglich geworden. Dieses Wunder, dass die Beziehungen wieder neu wird. Dieses Wunder ist möglich geworden, weil Nehemia es gewagt hat, ein heißes Eisen anzupacken. Grenzen mussten aufgezeigt werden und ihre Einhaltung gefordert werden. Von alleine wäre das nie wieder gut geworden. Erst durch die Aussprache kommt Bewegung in eine bis dahin festgefahrene Situation. Wie ist das bei dir? Welches heiße Eisen möchtest du anpacken? Mit wem willst du die Aussprache nicht länger aufschieben? Dann mach das wie Nehemia. Kläre zunächst deine eigene Position. Deine Gefühle können dir dabei helfen. Bestimme deine Grenzen. Und dann fasse Mut und suche die Aussprache. Und bei jedem dieser Schritte ist Gott mit seiner Hilfe an deiner Seite. Er ist der, der versprochen hat, uns auf dem Weg des Friedens zu leiten. Wir neigen uns zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, du allein bist allmächtig. Aber wir kommen immer wieder mit unseren Grenzen in Berührung. Bitte hilf uns dabei, unsere Grenzen anzuerkennen und anzunehmen. Und wo es nötig ist, gib uns den Mut, die Aussprache zu suchen, sie anderen in klaren Worten und aller Liebe aufzuzeigen. Lieber Herr Jesus, einige von uns haben schlimme Grenzverletzungen durch andere Menschen erlebt. Das Thema ist für sie besonders schmerzhaft. Du kennst unsere Geschichte und du lässt uns damit nicht allein. Bei dir finden wir Hilfe. Herr, und wo es jetzt ansteht, ein heißes Eisen anzupacken, ein Gespräch über Grenzen zu führen, da hilf uns dabei, unsere innere Klarheit zu finden und wo nötig den Mut zu kompromissen. Danke, dass du dich darum bitten lässt. Der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen.